In Leningrad ist traditionell die lebendigste Kunst- und Kulturszene der Sowjetunion beheimatet. Diesem Umstand ist es wohl zuzuschreiben, dass der Münchner Künstler Wolfgang Flatz, der vor allem durch spektakuläre Aktionen bekannt wurde, an der dortigen Kunsthochschule eine Gastprofessur angetragen bekam. Flatz hat akzeptiert und zum Auftakt seines Wirkens zeigte er in Leningrad eine Ausstellung mit seinen Werken, in der er über die Beliebigkeit und die Austauschbarkeit von Symbolen, wie sie von den Gesellschaftssystemen in Ost wie West benutzt werden, nachzuweisen sucht. Von seiner Aktionskunst, die ihn hierzulande vor allem bekannt machte, gab Wolfgang Flatz dieser Tage aber auch den Leningradern eine Kostprobe, wie Sie dem nun folgenden Bericht von Wolfram Cornelissen gleich zu Beginn entnehmen können. Eine symbolträchtige deutsch-russische Kunstaktion im Atelier des bekannten Avantgarde-Künstlers Zhenia Koslow. Little red star.